habe lange überlegt, ob ich hingehe, denn es war sehr heiß, 33 Grad. Bei jedem Sommergartenbesuch muss ich an das schreckliche Ereignis von 2022 denken. Tausend Leute gefeiert an 3 Tagen. Und ich kann nur mal wieder sagen, danke Beelitz, denn es ist nichts kaputt gegangen in der Zeit, in 3 Tagen. Wenn 50.000 Leute hier ausgelassen feiern, das spät oder früh in den Morgen hinein. Und das Leider hatte ich ein einigermaßen schattiges Plätzchen etwas weit weg von der Bühne und mein Handy macht nicht solche Superaufnahmen. Wenn ich dann einen Ausschnitt mache, wird er leider unscharf. Und der Fotoapparat ist immer ein bisschen schwierig zu transportieren. Und wir starten jetzt los. Viel Spaß! Frau Andrea Peetz hatte ja ganz schön zu tun. Neben ihrem Auftritt als Sängerin hat sie noch die grüne Couch bedient. Heute ist nicht Herr Berlin hin und her geflitzt, sondern Frau Vierert. Einige Menschen sind vor die prominenten Couch getreten, um sich mit Ulrike Fink fotografieren zu lassen. Ich habe mich leider nicht vor die prominenten Couch getraut, deshalb ist dieses Foto hier gemopst. Unendlichkeit, das sind Träume weit.
Trotz der großen Hitze haben die meisten bis zum Schluss durchgehalten. Für alle Sinne laden wir euch ein, für alle Sinne bei uns zu Gast zu sein.